Also interessant, je mehr hier steht, desto näher kommen sie auch hier hin. Die Leute. Immer so aufgefallen. Ein bisschen mit den Solaranlagen muss ich echt gleich mal ausprobieren. Könnte jetzt auch. Vielleicht klappt das sogar. Wo ist das große Ding? Nee. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Nee, Statue will ich nicht. Nein. 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 Ja. Ein bisschen drehen noch. Wie gedreht? Er trägt am Klo. Was ist denn der Eingang dazu? Der Eingang ist auf der Ecke. Okay. Links vielleicht. Na, ein bisschen noch. So. Wahrscheinlich zu hoch. Ja, hast du schon gedacht, dass der zu hoch ist? Ah, nein. Okay, Gras haben möchte ich schon nicht sehen. Na gut, lässt sich aber glaube ich nicht verändern. Jetzt hier noch eine Straße dazu. Das finde ich ja das Schöne, ne? Dass man einfach so die Straßen setzen kann und der Asphalt sich eins zu eins mit dem anderen verbindet. Ja. Komm schon, so. Okay, so passt das. Und hier können sie auch jetzt auch ein bisschen shoppen gehen. Ach schon. Burger essen gehen. So, was sagt denn das? Ja, der Park ist schon mittelgroß. Bin mal gespannt, wie groß der werden kann. Ich denke mal, man kann nicht umsonst mehrere Eingänge hier machen. Dass man sagt, wir machen in jede Ecke mal so einen Eingang hin. Die scheinen ja alle mit der U-Bahn zu kommen. Ja, es wird schon lustig. Ich kann ja nochmal zwei von denen bauen. Bauen. Auch. Oh, bau mein Dino. Zwei. Mach das nochmal anders. Dino. Genau. Hier wollte ich. Ja, die Musik ist wirklich so wie auf Jurassic World. Also kommt mir zumindest auch sehr bekannt vor daraus. Der Stil und die Richtung. Aber es passt ja auch einfach dazu. Genauso. Und wie lange man das für sich spielen kann. Je größer das wird, desto Ressourcen braucht. Ist ja auch ein System. Ja, ist so. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob mein System halt umzickt und sagt, ist nicht. Die sind doch unterschiedlich groß. Das ist interessant. Der ist kleiner als der Rest. Das ist der kleinste. Nur zwei von denen. Ja, ein bisschen ruckeln tut's schon. Also ich habe das. Die Einstellung. Einstellung habe ich auf Medium. Aber kann sein, dass ich die irgendwann auf Slow einstellen muss.
Es kann nämlich auch gut möglich sein, dass das irgendwann so kommt. Also wundern würdest du mich nicht. Ach krass. Warte mal. Wäre es nicht sogar besser für euch? Müsst ihr euch nicht so bücken? Aber dann für Attraktionen noch. Bei Stephanie. Okay, das. Chatima. Chatima. Ich glaube, Chatima soll das heißen. Und May. Einfach nur May. Die Tante May. Und Spider-Man. Habe ich denn nicht? Ich habe, glaube ich, gar keinen. Aber nochmal zu den Tieren gehen. Nee, da. Nee, Haus. Hm. Noch was ganz Großes. Nein. Nein. Oh, manchmal bin ich zu schnell mit dem Klicken. Ein großes Haus. Passt da nicht rein? So, wir bauen mal hier einfach mal. Ja, nee, da nicht. Wir wollen mal hier. Haben sie es vielleicht noch ein bisschen gemütlicher? Ja, da. Guck mal, das ist mein T-Rex, die Stephanie. Ah. Ja, das wäre lustig. Das ist wirklich lustig. Ich glaube, ich brauche mehr Mistkäfer, oder? Kann das nicht automatisieren, dass die von alleine irgendwie... sagen, dass man alleine sagen kann, ey, mach den Mist weg. Ja, wie sie alle jetzt so in den Burgerladen rennen. Dann alle zum Burgerladen. Ah ja, die Tiere sind fertig. Schon wieder vergessen, ey. So, habt ihr zwei neue. Guck mal, die sind wirklich älter geworden. Komischerweise nicht. Aber das ist auch noch ein Fehler. 7? 10. Wieso sind die jetzt älter geworden? Der Rest nicht. Hm. Mathilda. Mathilda. Mika. Mika ist auch gut. Aber Mathilda ist noch besser. Mathilda. Wie kann man ein Tier Mathilda machen? Ich verstehe jetzt nicht. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen doch zu... Ach, dankeschön für den Raid. Ja, wir sind hier da gerade dabei, Aristory Kingdom zu zocken. Allerdings auf Easy Mode, da ich doch, nachdem ich auf den normalen Mode gespielt habe, aus Versehen halt einen Kredit genommen habe, direkt halt die Kohle weg war, direkt am Mann. Ging ganz schnell, war auf einmal minus 3 Millionen. Und, ein Tipp für alle, die sich das Spiel auch holen. Baut hier keine Doppelstraßen oder ein Klo direkt daneben. Ist zwar schön, kennt man so vielleicht so üblicherweise, dass man das macht, aber ich hatte dadurch sehr viele Einnahmenbußen gehabt, weil die sind dann wahrscheinlich alle so lang gegangen, dass sie hier den Weg gegangen sind, weil hier stand das Klo, also dieses hier, sind alle schön hier lang gegangen. Dass sie einfach schön die Eintrittspreise gespart haben. Dadurch ging es nach und nach immer weiter mehr in den Minus rein. War lustig. Fand ich. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das gecheckt habe. Bin ich ehrlich. Ja, wir sind dabei, schön den Dino-Park zu bauen. Haben auch so ein paar schon hier drin stehen.
Allerdings ist es jetzt gerade Nacht und man sieht halt so viel. Also Taschenlampe muss schon dauerhaft an sein. Ja, ein bisschen sind wir noch dabei, den Park zu erweitern und immer wieder zu gucken, wie kann man halt schöne Aussichtspunkte bauen. Denk mal. Ich arbeite nicht gerne nachts, gebe ich offen und ehrlich zu. Ja, kann man den hier schön bauen? Mal. Ja, ein bisschen drehen. So. Ah, so. Lassen wir den mal so stehen. Vielleicht gehen die ja gut. Vielleicht gehen sie auch da rein. Mal gucken. So. Ein bisschen die Straße dahin führen, sonst kommen sie ja gar nicht dahin. Okay, der Weg macht ein bisschen Terz. So, da noch. Na. Nein, nein. Ja, komm. Okay. Das hat mich jetzt gewonnen. So. Können sie wenigstens rausgucken. Eigentlich ist ja dafür gedacht, dass man da. Oh, was ist da los? Und Stromprobleme. Wieso hat der jetzt Strom? Auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Hm. Ja, ist schon komisch. Boah. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Ich kann das nämlich nicht schlecht beurteilen. Ob man aufgrund dessen, wenn man mehr Mistkäfer einsetzt, weniger Mist entsteht. Oder dass man das halt weniger wegräumen muss. Aber ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es vielleicht nicht so sein könnte oder dass es so sein könnte. Hm. Ah, okay. Dankeschön. Dann ist es ja wirklich so mit dem Mist. Dann brauche ich sehr viel mehr Mistkäfer. Aber ich mache das lieber im Tag. Ich habe schon so viel hingesetzt. Glaube ich zumindest. Da sind zwei. Da ist einer, da ist auch noch zwei. Dann haben wir nochmal zwei. Okay, ja, mein Kater sagt auch Hallo. Hi, was geht? Hast du schon geschlafen? Ja. Ja. Und wie immer, wenn er geschlafen hat, will er eigentlich gekuschelt werden, aber das geht jetzt nicht. Das geht jetzt leider nicht. Habe ich jetzt einen Mistkäfer dahin gesetzt, wo nichts ist? Habe ich tatsächlich. Nee, doch. Okay. Der muss dann wohl gleich woanders hin. Aber es ist halt alles doof, ein bisschen alles in Nacht zu machen. Wo kann man denn noch hinsetzen? Schön, dass er auch wieder speichert. Ja, ich find's auch interessant, wenn man immer einen neuen Laden hinsetzt, wie die Masse da hinströmt. Ja, ich hab hier den letzten Burgerladen habe ich hier hingebaut. Ja, ist so, Cat-Content. Ja, warte, Tastatur. Ah. Ja. Ja, komm, leg dich hin. Du willst dich nicht hinlegen jetzt, ne? Ja, ist klar. Das wäre auch sehr. Reicht denn jetzt? Genau, jetzt wieder normal laufen lassen. So. Dann müssen hier ganz viele Mist gehen. Am besten so, dass die Leute es nicht sehen. Ich habe zwar das Tutorial gespielt, aber ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob es das auch wirklich war. Ja, ja, ihr habt zu viel Mist, ich weiß. So. Drückt beim Eingang die Blöcke, die vor dem Weg sind, höher zu setzen, beziehungsweise die Dicke zu ändern, sodass der höher ist, denn die Sims sind 2,5 Meter hoch. Du meinst bestimmt, du meinst bestimmt hier direkt am Eingang, ne? Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass du das jetzt meinst. Der ist gar nicht so groß. Ja gut, der ist ein bisschen größer als mein normaler Kater. Aber auch nur vielleicht so viel. So viel ungefähr. Ah, Mann. Ja, okay, hier müssen auch mehr hin. Ich setze jetzt einfach hin, weil
Ja, Lissi. Kannst du dich nicht entscheiden, ob du jetzt fliegen möchtest? Ach Mann, du bist wie einer. So viel Kuscheln kenne ich von keinem anderen Tier. Da muss auch Mist weg. Wie viele Mistkäfer muss ich denn setzen? Ich meine die Leute im Park. Ach so! Ich dachte, du meinst meinen Kater. Ja, das hat jetzt halt gepasst, ne? Aber wenn die alle wenn die alle 2,5 Meter groß sind. Sind auf jeden Fall alle gleich hoch. Was ruckelt das? Ich glaube, ich muss gleich echt mal die Einstellung auf jeden Fall runterschrauben. Ich hab's ja gerade auf Mittel stehen. Also wenn ich rauszoome, geht's noch. Na komm, legst dich hin. Du musst rein. Ja, dahin? Okay. Der Kater, Tatsache, wiegt der echt mal nur so 5,5 Kilo, aber der frisst auch. Der frisst ordentlich. Also, ich weiß nicht, wo er es lässt. Ja, auf dem Klo, aber trotzdem, der wiegt ordentlich. Anne, ich muss jetzt aber mal ein bisschen hier noch weiter ausschmücken. Sagt jeder, die Ecke. Okay, dann brauchen wir auch mehr Mistkäfer. Ich setze jetzt einfach hin. Ich weiß nicht, ob das. Ja, wir sind schon am Überlegen, ob er doch ein Mischling war. Weil erst die Züchterin hatte damals. Ich habe den Kleinen hier. Habe ich auch nur geholt. Weil da halt bei mir in der Stadt eine Züchterin war. Und der auch recht günstig war. Also ich habe ihn damals für 300 Euro geholt. Gut. Ich wollte halt mir einen Traum erfüllen und halt einmal einen Maine Coon Kater haben. Oder Katze generell haben. Würde halt sonst auch immer eine Kater oder eine Katze aus dem Tier nehmen. Und ja, ich weiß nicht, warum er nicht mehr wird. Gewichtstechnisch kann ich nicht sagen. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte gucken, dass ich hier weiter. Oh shit, aber ich hab die doch schon. Die habe ich doch schon geholt. Ja, man kann sehen, dass das Spiel echt noch ein bisschen buggy ist, weil die beiden Unterarten oder Arten habe ich schon freigeschaltet. Ich weiß auch gar nicht, es ist zwar eine und dieselbe Rasse. Aber ich glaube, das sind doch noch mit Unterarten, oder nicht? Wir haben unserer Privatperson nur so 50 gezahlt. Ja, okay. Ist ja auch okay. Das Tier muss ja auch einen generell glücklich machen. Und er macht mich ja geldtechnisch halt glücklich. Wobei, letztens hatte er eine Zahnprobleme. Das war ein bisschen teuer, wenn ich ehrlich bin. War oft so, dass die Tiere anders, dass die Tiere oder die Gene halt so sind, dass sie auf einmal größer sind. Das ist noch gar nicht mal so viel. Ja, den kann ich mir noch nicht holen. Ja, das. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe jetzt auch extra. Weil ich habe auch gedacht, als ich die kleineren hier gemacht habe, dass die ein bisschen anders sind als die hier. Ja, okay, ich habe den angeklickt. Och, zu viele Bäume im Weg. Aber komischerweise. Oder ich habe das jetzt so falsch verstanden. Ich hätte sogar gedacht, dass der ein bisschen andere Bedürfnisse hat als sein Artgenosse. Ja, genau, Thema. Genau das ist das nämlich. Das wird es wahrscheinlich auch sein. Subspezies oder Hauptspezies. Ich weiß, ich will ja gar nicht wissen, wie viele Unterarten es gab. Bevor es halt wirklich zu dem kam, wie es halt kommt.
Aber komischerweise zeigt er nicht an, dass die freigeschaltet sind. Aber der Balken geht halt höher. Ist halt einfach so. Oh, da können wir doch auch mal noch zwei holen, die schon dabei sind. Jetzt sieht ja das Geld technisch gar nicht mal so schlecht aus für mich. Achso, hier unten kann man es ja aussehen, ob die vielleicht doch andere Biome haben. Aber ist ja nicht so. Dann machen wir auch mal zwei. Männchen. So, hier haben wir auch. Ich weiß nicht, ich würde mich schon trauen. Wir haben hier ein Männchen. Vielleicht da einen zweiten hinzusetzen? Ich weiß nicht, ob die sich vertragen, Männchen und Weibchen. As it turns out, there were many apex predators in the Jurassic, living alongside Torvosaurus. With so many large carnivores in one area competing for the same food, different species must have specialized in different prey. Ganz am Anfang habe ich das schon mal gesagt. Irgendwie kommt der Herr mir ein bisschen vor wie Bobby Williams. Den verstorbenen Schauspieler, nicht den Sänger. Die kann mal weg. Irgendwie kommt er mir so ähnlich bekannt vor. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich finde, der hat gewisse Ähnlichkeiten mit ihm gehabt. So, was könnte man hier bauen? Wenn man hier jetzt hier sitzt. Ach, echt jetzt? Ach, warte mal. Wie lange ist der eigentlich jetzt schon tot? Weil das Spiel ist ja schon ein bisschen länger in Entwicklung. Also ein bisschen sehr viel länger. Dann sitzen wir mal hier. Ja, ich weiß, dass du jetzt Strom brauchst. Kann ich das denn jetzt gut machen? Da haben wir rausgeguckt, da haben wir rausgeguckt. Okay. Das war Strom. Ja, aber ich... 8 Jahre doch noch nicht. 8 Jahre noch nicht. In 2017 ist es in Early Access gegangen. Glaube ich zumindest, dass es entweder 2017 oder 2018, eins von beiden. Zumindest, nee, ich glaube 2017 war das wirklich so, dass es in Early Access gegangen ist. Und eigentlich sollte es 2018 schon längst fertig gewesen sein. Ach echt? Okay, dann muss ich mir die Kickstarter-Seite nochmal anschauen. Dann habe ich das verlesen. Dann habe ich mich vertan. So, was wollte ich machen? Ich wollte hier eine Glasscheibe hinsetzen. Hier unten haben sie nichts. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich ehrlich bin. Jetzt mal dahin. Krass, dass sie 2014 schon angefangen haben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das Spiel hat auch sehr lange gedauert, muss ich sagen. Bis es wirklich rauskam jetzt. Und eigentlich auch immer jetzt noch in der Alpha, wenn man so möchte. Also hundertprozentig fertig ist es ja nicht. Aber wenn das steht Early Access, kommt einem halt es nicht so vor, dass es wirklich eine Beta oder so ist. Oder, ja, es ist spielbar. Oder
Ich weiß nicht, ob man das wirklich Alpha nennen kann, wenn ich ehrlich bin. Oh, wie viel Mistkäfer brauche ich denn da drin? Ich merke schon, en masse. Da geht's. Da geht's auch. Da auch. Ja, weil viele Streamer jetzt irgendwie davon geredet haben, dass es eine Alpha sei, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann. Weil ich würde jetzt auch keine Alpha unbedingt rausbringen wollen. Zumindest habe ich das von vielen mitgekriegt, dass sie meinen, das ist eine Beta, eine Alpha. Deswegen habe ich mich schon gewundert, dass es halt so sein könnte. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass es halt so ist. Stimmt, stand da Beta dran? Da muss ich noch mal gucken nachher. Bist du zu hoch? Ach ne, das geht. Dinos habe ich schon gesetzt, ne? Die habe ich schon gesetzt. Na, hast keine Lust mehr? Na, dann gehen wir. Ja, streck dich. Den Schwanz aber jetzt nicht in die Kamera. Okay. Den auch nur anders hin. So. Gut. Vielleicht kann mir das auch einer sagen, weil ich habe das noch nicht so ganz geschnallt, wie das hiermit ist. Wie kann ich denn neue Ecken freischalten oder geht das überhaupt nicht? Ja gut, das stimmt. Das Gebäude müsste jetzt nicht unbedingt da dran sein, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich versuch's halt nur optisch halt so zu machen. Das ist es halt. Aber hier, ich weiß nicht, wie man die freischalten könnte. Aber ich habe ja hier zwei Sterne. Ich könnte ja theoretisch den hier kaufen, aber ich kann es halt nicht freischalten. Das habe ich nicht so ganz geschnallt bis jetzt. Oder man muss die halt komplett fertig haben. Dass man sagen kann, ach komm, du hast einen fertig, jetzt kannst du den nächsten nehmen. Das habe ich nicht so ganz verstanden bis jetzt. Schon wieder Nacht? Nee, ist einfach nur neblig. Haben wir hier noch eine Straße hin? Na, ich gucke sofort, was ihr geschrieben habt. Achso, nee. Doch. Achso, dann, gut, dann muss ich das gleich mal machen. Oder muss ich nächste Mal ausprobieren. Aber ich habe ja erstmal die, die jetzt noch da sind, und die dann reichen auch erstmal. Zumindest für heute. Ich muss auch mal gucken, wie oft ich da überhaupt mal streame. Heute ist mein richtiger allererster Stream, muss ich auch mal so sagen. Ich habe sonst immer nur Let's Plays gemacht. Oder mach's immer noch. Das nehme ich ja auch zum Teil auch hier ohne Kamera mit auf YouTube. Und was wollte ich jetzt machen? Hab ich schon wieder vergessen. So zerstreut. Ganz gut. So. Ich wollte hier noch. Und da den einzelnen. Die einzelnen Unterarten. Da produzieren die echt zu viel Mist. Und ich habe zu wenig gebaut. Okay, da dem passt das aber noch. Oh, das ist aber lange. Also wenn es wirklich so lange spielt, seit der Pre-Alpha. Okay. Ja, dann kannst du auf jeden Fall mehr zu sagen, als ich jetzt auf jeden Fall. Weil ich hab's jetzt erst. Ja, ich bin ehrlich, ich mag halt die Idee von den Early Access Spielen. Und finanziere auch gerne welche. Ich habe jetzt auch welche finanziert. Oder mit unterstützt, sagen wir es besser so. Finanziert hört sich so komisch an.
Zum Beispiel The Wandering Village habe ich mit jetzt finanziert. Da bin ich halt voll und ganz dabei, das auch nochmal zu streamen. Was? So. Aber darauf freue ich mich auch schon so gewaltig. Na komm, nein, nein, nein. Und dann machen wir noch eine. Was ist hier? Ja, das ist doch bestimmt hier. Bisschen was für die Optik. Kann auch mal ein anderer Tisch sein. Jetzt muss ich wie immer stehen bleiben und warten, bis ich fertig bin. Was haben wir denn noch zu tun? Okay, das ist, sieht zwar schön aus, aber ein bisschen groß. Ei. Ein bisschen tiefer. Obwohl, nee, das kommt nicht dahin. Kommt woanders hin. Aber Pre-Alpha ist echt schon. Man auch erstmal Zeit für haben. Und da das Spiel ja eh damals ja noch nicht fertig war, weiß ja nicht, wie das damals war. Ich habe immer mal wieder reingeschaut, wie das videotechnisch halt aussieht. Hm. Ja, ich merke, dass es ein wenig ruckelt. Man kann auch schön sehen, wie die, wie der Strom fließt von den Leuten. Mittlerweile hier rum. Können wir was auch mal tauschen? Komm, da habe ich noch die kleinen. Zwar teurer, aber noch sind sie mehr. Ich traue mich allerdings nicht, hier Glasscheiben zu machen, wobei ich hatte schon gesehen gehabt, dass da die Sicherheit gegeben ist, wenn ich hier auch Glasscheiben hingesetzt hätte. Ja, die haben ja damals, ja gut, viele Tiere gibt es ja hier auch noch nicht, wenn man so möchte. Die haben ja, glaube ich, nur gerade die Hälfte von dem, was sie eigentlich, glaube ich, haben an Tieren, wenn ich mich nicht irre. Die haben schon ein paar Planung. Vor allem auch Wassersaurier. Da bin ich noch gespannt, wie sie das machen wollen. Ob man halt jetzt hier einen tiefen Graben ausheben muss in, mit Terraforming. Einfach hier, keine Ahnung, ganz schön. Ja, okay, das kann ich gar nicht einstellen. Ja, kann ich das einstellen? Könnte ich, ja, wüsste ich jetzt nicht. Habe ich jetzt auch. Bringen wir jetzt auch noch nichts, wenn ich das jetzt mache. Dass man einfach Sachen tiefes Wasser machen und dass man da halt Meeressaurier. Und planschen lässt. Quatsche viel zu viel. Ohne weiterzubauen. Aber ist ja auch schön. Ich rede ja auch gerne. Muss ja nicht. Man muss auch ein bisschen hier bautechnisch was machen. So, dann lassen wir mal einen Weg. War das auch mal ein Weg? Ah, 23. Ja, 50 mal wusste ich. Aber ich wusste jetzt nicht, dass es 23 waren. Worauf ich mich ja persönlich freue, auf das, was nächsten Monat kommt. Ich hoffe, das kommt auch so, wie sie es gesagt haben. Wenn die einen Steam Workshop mit reinbauen. Ich hatte nämlich heute schon im Laufe des Tages gesagt gehabt, dass ich zwar die Idee von diesem hier besser finde als damals, wie jetzt halt den Jurassic World, weil ich mag Jurassic World, aber ich, also den Film, aber ich mag das Spiel nicht. Weil, wenn man jetzt so guckt, ich
gehe jetzt einmal am Rand der Karte. Was hast du in den Jurassic World einfach nicht? Was hast du in Planet Zoo? Hast du jetzt das so? Aber in Jurassic World hast du das nicht. Du hast einfach nur ein festes Areal, wo du halt ein paar Tiere hinsetzen kannst. Und wir können ja hier den Park so unglaublich groß machen. Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt schon alles bauen müsste, dass ich hier das alles hier hinsetzen kann. Ich will auch gar nicht wissen, ob mein Rechner das mitmacht. Deswegen finde ich das schon ein bisschen krass, was das hier angeht. Und Jurassic World ist einfach nur, ja, festes Areal, paar Tiere hinsetzen, fertig. Könnte sein, dass das sich in 2 jetzt verändert hat auch. Aber hier in 1 war das halt immer noch so, dass da sich nichts getan hat. Ich glaube, ich brauche da echt mehr Mistkäfer. Aber noch mehr Mistkäfer? Jetzt da jetzt mal 2 und dann sehen sie es halt. Kann ich auch nichts für, wenn die... Hotelgäste, wollte ich schon sagen. So Besucher halt, die Mist sehen.